Kennt ihr das Problem, dass wenn ihr Aufgaben im Unterricht verteilt und die starken Schülerinnen immer viel zu schnell fertig mit den Aufgaben sind, dann wird ihnen langweilig, dann fangen sie an, den Unterricht zu stören, zu schwatzen und so weiter. Und gleichzeitig hat man noch die schwächeren Schüler, die sind vielleicht überfordert, dann sind sie frustriert, weil man gerade das Tempo vielleicht vorgibt und dann fangen sie auch an, den Unterricht zu stören. Früher hatte ich diese Probleme eher und heute möchte ich euch ein Unterrichtsmodell zeigen, wie ihr das vorbereiten könnt, damit gerade das weniger passiert und auch individueller gelernt werden kann, gerade was auch das Tempo angeht. Herzlich willkommen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Heute geht es um selbstorganisiertes Lernen. Das ist ein Schulmodell, das ermöglicht, dass die Schülerinnen viel individueller lernen können. Sprich, sie können ihre Zeit selbst einteilen, sie können entscheiden, wann sie was machen wollen und lernen, ein bisschen sich zu organisieren und ein bisschen zu planen mit einer Agenda. Und ein immenser Vorteil ist nicht nur, dass die Schülerinnen individuell lernen können, sondern man als Lehrperson auch nicht mehr alles dirigieren muss und eher weg von dem Frontalunterricht kommen kann oder das nur noch auf ein Minimum setzen kann und mehr Zeit hat für einzelne Schüler, gerade vielleicht die Schwächeren, aber auch für die Stärkeren, weil man Zeitfenster kriegen kann, indem dass man so organisiert, dass die meisten Schülerinnen für sich selbst am Lernen sind und man dann für sich, für einzelne Schülerinnen mehr Zeit nehmen kann und gerade auch formatives Feedback machen kann, wie Hattie es ja auch immer verlangt. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich habe bereits ein Soll-Video gedreht und wenn du jetzt in diesem Video nicht ganz alles verstehst, lohnt es sich vielleicht, wenn du das erste Video nochmal gucken gehst, damit du alles besser verstehst. Gut, und jetzt will ich diese 5 Bausteine aufzeigen. Und zwar ist es einerseits das Material, die Lernziele, die Aufgaben, dann wie organisiert man die Zeitfenster, also das Management quasi der Zeit, der Unterrichtszeit, welcher Lehreraufgaben hast du während dieser selbstorganisierten Zeit, dann die Beurteilung, wie das stattfinden kann und natürlich noch die Räumlichkeit, weil da macht es auch Sinn, sich bestimmte Überlegungen zu machen, wie man das anders organisiert. Okay, der Baustein Nummer 1 sind die Aufgaben und da ist der Unterschied zum traditionellen Unterricht, dass man nicht die Aufgaben Tag nach Tag, Woche nach Woche rausgibt, sondern ein Gesamtpaket an Aufgaben und Lernzielen zusammenstellt und auch eine Übersicht hat, so einen, quasi einen Lernplan, damit die Schülerin und du auch siehst, was gehört alles dazu, wie eine Checkliste. Also, dass man ein Paket herstellt und das den Schülerinnen so zur Verfügung stellt und nicht sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, sondern quasi ihnen das zur Verfügung stellt und sagst, es wäre optimal, wenn du in dieser Reihenfolge gehst, aber du bist frei zu bestimmen, wann du welche Aufgaben machst. Und Ziel wäre, dass du zum Beispiel in 4 Wochen fertig bist mit diesen Aufgaben und dann hast vielleicht noch Zusatzaufgaben und so weiter. Aber einfach diese Loslösung von diesen getakteten Aufgaben rausgeben und Lerninhalten zusammen durchgehen, sondern dass die Schüler selbst Verantwortung übernehmen können und selber anfangen, sich einzuteilen, wann mache ich was. Und wenn ich etwas noch nicht so gut verstanden habe, dass ich vielleicht nochmal mehr Zeit dafür nehmen kann und erst dann weitergehe. Gut, Baustein Nummer 2 ist die Zeitaufteilung. Und zwar willst du ja immer noch ab und zu mal etwas der ganzen Klasse erklären. Und wir machen das jetzt an unserer Schule, wie gesagt, grob so, dass wir so 50-50 sagen wir, du hast 4 Deutschlektionen oder 4 Mathematiklektionen oder egal von welchem Fach, dass du einfach 2 dieser Lektionen den Schülern vorher klar so kommunizierst, in diesen Lektionen lernt ihr einfach selbstständig, gemäß dem Lehrplan, alle Aufgaben stehen zur Verfügung. In den anderen 2 Lektionen, da gibst du einen Input, erklärst mal irgendetwas, eine Theorie, irgendeinen Abschnitt zu einem bestimmten Thema und so weiter, damit du dort immer noch quasi ein bisschen Frontalunterricht oder quasi angeleiteten Unterricht machen kannst und auch noch immer sagen kannst, jetzt machen wir mal eine kleine Teamarbeit oder machen einen Austausch im Plenum und so weiter. Also einfach diese Zeitaufteilung, ca. 50% der Zeit lernen die Schüler selbst und organisieren sich selbst und du unterstützt sie da einzeln und die andere Hälfte der Zeit, da kannst du immer noch ein bisschen anleiten. Aber da muss man selbst vielleicht herausfinden, was das optimale oder was die optimale Balance ist zwischen den beiden. So, und Baustein Nummer 3 ist, was sind deine Aufgaben während dem selbstorganisierten Lernen? Und hauptsächlich ist es formatives Feedback, so wie es Hattie auch verlangt. Und das ist ja auch genau das, was Hattie aufzeigt, dass wenn die Schüler laufend Feedback erhalten, aber du auch als Lehrperson laufend Feedback von ihnen erhältst, weil du regelmäßig ihre Aufgaben anschaust und quasi ein bisschen überprüfst, damit du weißt, auf welchem Stand sie sind.
Und so ermöglicht es dir, auf sie zuzugehen und sagen, hey, bei dir läuft's gut, mach weiter so. Oder bei dir, komm, ich erkläre dir dieses Thema nochmal. Wir nehmen uns 10, 15 Minuten Zeit. Vielleicht erkläre ich es dir alleine, vielleicht zwei, drei Stunden in einer Kleingruppe. Aber einfach diese laufende Prozessbeurteilung, wo du während dem selbstorganisierten Lernen quasi mit den Schülerinnen einzelnen Aufgaben, die sie erledigt haben, anschaust, was sie gut gemacht haben und woran sie noch arbeiten müssen. Und hier ist auch noch wichtig, gerade bei den Materialaufgaben, ist, wenn die Aufgaben geschlossen sind, dann lohnt es sich, eine Kultur zu entwickeln, wo man die Lösungen immer zu den Aufgaben dazu gibt. Also, dass die Lösungsblätter bereitstehen und wenn die Schülerinnen fertig sind, sie wirklich das selbst korrigieren gehen können, weil das entlastet dich auch ein bisschen als Lehrperson, damit starke Schülerinnen gerade oder Schülerinnen, die wirklich Selbstverantwortung übernehmen können, dass sie ihre Aufgaben selber korrigieren und so in ihrem eigenen Tempo weiterarbeiten können und du nicht immer alle Aufgaben selber korrigieren musst. Bei den schwächeren Schülern oder bei den, wie ich sage mal, weniger disziplinierten Schülerinnen musst du wahrscheinlich eher noch ein Auge drauf haben und mal überprüfen, ob sie es überhaupt selbst korrigiert haben oder ob sie es richtig selber korrigiert haben. Und jetzt kommen wir zu Nummer 4 und das ist die Beurteilung. Und im Prinzip kann man sagen, dass du die Beurteilungen, also sprich die Tests oder vielleicht Referate oder was auch immer, Projekte, Hefte, Dossiers, die du verlangst von den Schülerinnen, eigentlich mehr oder weniger wie gewohnt beurteilst in diesem System. Weil du hast am Anfang das Aufgabenpaket und den Lernzielen zur Verfügung gestellt und das ist auch, macht auch transparent, was zum Beispiel an einer Prüfung vorkommen wird. Und du gibst quasi ganz normal den Schülerinnen vor, gut, in 4-5 Wochen an dem Tag würde dann die Prüfung stattfinden. Und klar, die einen würden jetzt sagen, ja, aber das ist wieder nicht so individuell, weil der Zeitpunkt ist vorgegeben. Und ja, das stimmt einerseits, aber trotzdem haben die Schüler diese, sagen wir, 4-5 Wochen Spielraum, in dem sie versuchen, ihre Aufgaben fertig zu machen und sich dementsprechend für eine abschließende Beurteilung vorzubereiten. So, und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Punkt, das sind so die räumlichen Dinge und gerade in selbstorganisiertem Lernen bedeutet das ja, dass die Schülerinnen für sich selber Einzelarbeit grundsätzlich machen. Klar gibt es ab und zu Partnerarbeit, man kann auch kleine Gruppentische einrichten und so weiter, aber man muss sich überlegen als Lehrperson, einerseits welche Regeln brauchen wir, zum Beispiel unbedingt Flüsterkultur und was sich auch lohnt für gewisse Schülerinnen ist, wenn man die Arbeitsplätze so organisiert, dass sie wirklich sich konzentrieren können. Und manchmal bedeutet das, vielleicht lohnt es sich, sowas wie kleine aufstellbare Trennwände herzustellen, die man kurz bastelt mit der Klasse oder so. Oder sich sonst irgendwie überlegt, wie kann man das periphere Sichtfeld der Schülerinnen ein bisschen abdecken, zumindest die, die das wollen, weil wenn sie sehen, dass links und rechts was am Fuchteln ist oder so von anderen Schülern, dass sie weniger abgelenkt werden. Gleichzeitig Hörschutz. Vielleicht lohnt es sich zu überlegen, möchte man Hörschutz organisieren, die kosten inzwischen ja nicht mehr so viel, dass man einfach eine Box mit Hörschützern kauft für die Klasse und alle Schülerinnen, die ihre Ruhe brauchen, können das aufsetzen und können sich dann wirklich mal so ihre 20, 30, 40 Minuten voll konzentrieren, ohne dass sie abgelenkt werden, selbst wenn Leute nur am Flüstern sind. Also einfach überlegen, wie kann ich eine Raumeinteilung machen, so dass die Schülerinnen wirklich an ihrem Platz in Ruhe lernen können und nicht irgendwie zu viele Ablenkungen erfahren. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn ihr es wirklich verstehen wollt und wirklich wissen wollt, wie man es genau umsetzt, empfehle ich euch einfach das Buch zu holen, Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf von Herold. Und übrigens, wenn ihr Bücherlinks benutzt, auch von Hattie beispielsweise, aus der Videobeschreibung, dann könnt ihr mich unterstützen. Für jedes Buch oder auch andere Produkte, die ihr dann über Amazon bestellt, das kann auch wirklich egal was sein, einfach einen Link benutzen von mir, dann erhalte ich eine winzige Provision. Und so könnt ihr mich unterstützen. Was mir auch sehr hilft, ist, wenn ihr mir einfach einen kleinen Kommentar hinterlasst und bitte Fragen stellt oder sagt, wie ihr es fandet, was ihr gut fandet oder was ihr noch unverständlich fandet, damit ich weiß, was ich im nächsten Video vielleicht besser dann noch erklären kann. Das wär's für heute. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.